So, weiter geht's heute mit Assassin's Creed Black Flag. Teil 4 ist das übrigens. Ja, wir machen heute weiter mit der nächsten Hauptmission. So, aber vorher schauen wir mal ganz kurz in die Kajüte. Nicht, dass es da irgendwie wieder Ungereimtheiten gibt. Weil wir haben ja noch ein paar Upgrades vielleicht zu erledigen. Vielleicht Schiff ausrüsten. Mal gucken, was wir haben. Cool, aber keine momentan. So viel, das war somit nicht. Wir haben, ja. Na, momentan sieht es nicht so aus, als hätten wir irgendwas zu erledigen. So. Gucken wir mal, was die Flotte. Ne, was die Flotte so sagt. Alle Berichte überspringen. So, gemischt veranladen. Repariere. Bestätigen, Santa Luis. Schiff entsendet. So. Ansonsten. Aber gar nichts, ne? Ja. Wir lassen es jetzt erstmal so, wie es ist. Jo. Wir gucken mal, was wir heute für eine Hauptmission machen. So. Gucken wir mal gerade auf die Karte. So, da ist eine Karte. Und das heißt Hauptmissionchen. Sekunde, bevor wir jetzt hier loslegen. Darf ich jetzt. Stimmt, ist das Hafenmeister oder ist das für alle? Ich würde nämlich gerne mich noch vorher ausrüsten. Kaufen. Check da ab, geht das hin. Nö, scheinbar nicht. Okay. Ich hatte so ein bisschen gehofft, dass wir vielleicht uns selber ausrüsten können. Nö, können wir nicht. Ja, komm, müssen wir so ein bisschen klarkommen. Aber ist egal. Alles gut. So. Auf geht's zur Mission. Ja, ich war am Überlegen, ob ich heute noch mal, ob ich heute was angehe, ob ich heute aufnehme. Ich dachte, schaff's nicht heute. Morgen schaffe ich es definitiv nicht, zeitlich. Da dachte ich mir, ja, ich kann meine Zuschauer doch nicht im Stich lassen und sagen, wir müssen es ja nicht unbedingt riskieren. Deswegen habe ich jetzt gesagt, komm, scheiß drauf. Ich nehme auf. Ich hab Bock drauf. So, jetzt müssen wir gucken. Lass mich raten, ich darf jetzt das Gebiet nicht durch, oder was? Ist wieder ein Wal. Ich lasse jetzt bewusst mal so ein bisschen alles außen vor, was da so rumkreucht und fleucht. Sondern ich will heute Missionchen machen. Wir machen sowieso momentan erstmal nur Missionen. Also ich würde sagen, wir machen auch die Mission einfach um. Ist das ein Schiff? Oder was machen wir denn da? Also es ist ein Schiff, ja, haha. Ich will das Spiel eigentlich gerne irgendwann abschließen. Ich denke, so groß wirklich alles machen wir nicht. Wir werden das sicher 100% machen. Ich würde, wie gesagt, hauptsächlich jetzt Mission machen, sobald es irgendwie möglich ist. Aufgeblasene Bastarde heißt es. Dann gebe ich sagte, ja, wir müssen wieder updaten. Aber nö, das kriegen wir schon. Also Fetch hat's erwischt. Verflucht. Das waren zu viele. Ich kam nicht hin. Zum Teufel auch, er war stark, doch sein Herz war zweigeteilt. Ist schwer, das gewohnte Leben loszulassen. Nein. Ein dämlicher Alter prahlte immer damit,
dass er sich sein eigenes Schiff kaufen würde. Ich hole mir einen Kaperbrief, Charlie. Dein Vater wird noch Kapitän. Er trank ihm Whisky, bevor er in See stach. Also, Kenway, ich habe über deinen Plan nachgedacht. Dieses Observatorium, von dem du faselst, weißt du, wo es ist? Wir suchen ein Sklavenschiff namens Princess. An Bord ist ein gewisser Roberts. Der kann uns hinführen. Sklavenhändler arbeiten für die Royal African Company. Bringen wir eins ihrer Schiffe auf und stellen ein paar Fragen. Na denn. Das Schiff der Royal African Company aufspüren. Wir suchen Sklavenschiffe. Solche im Dienst der Royal African Company. Du willst doch jetzt wohl nicht mit Menschen handeln, oder? Nein, guter Gott. Du solltest mich besser kennen. Wir suchen nur nach Informationen. Wir müssen wissen, wo die Princess vor Anker geht. Die Princess? Ein Sklavenschiff. Ei. Blackbeard sagte, die Chancen stünden gut, dass der Weise an Bord ist. Ja. Wir lassen sie jetzt gerade mal so ein bisschen außen vor. Der Berger in Sicht, Regatte! Ich würde sagen, die Gefahr ist vorüber. Ja, deswegen, lassen wir es gerade mal so sein, wie es ist. Wir müssen uns nicht mit jedem in unseren Kunst anlegen. Und nein, ich probiere es jetzt nicht noch mal aus und sage jetzt, komm, scheiß auf, ich lege mich jetzt mit irgendwelchen Leuten an. Ich möchte mich jetzt nicht anlegen, sondern ich fahre jetzt einfach mein Ding. Und ihr habt doch die Schrei. Lane hat gerade ein Handelsschiff versenkt. Verdammt! Kann dieses Tier sich denn nicht an Abmachungen halten? Ach, ist mir mal egal. Das sind Handelsschiffe. Das ist jetzt nicht wichtig. So, wir müssen, wie gesagt, ein weiteres Schiff. Wir müssen das Schiff suchen. Muss man bestimmt irgendwas groß. Obwohl, ein Sklavenschiff, das könnte ein Schoner sein. Könnte ein Schoner sein, könnte ein Brick sein. Wir müssen mal schauen, was wir finden. Da ist irgendwas, ne? Oder treibt. Es treibt halt nur. Das ist Überlebende. Dann nehmen wir mal mit auf, weil wir eh keinen Platz haben in der Crew. Von Backbord, Sir. Da ist jemand in Seenot, Captain. Wir sind wieder komplett. Ich habe ja mit einer der letzten Seeschlachten sowieso ein bisschen was verloren an Leuten. Ach, guck mal, das ist der Kumpel wieder. Der kommt ein bisschen nah gerade, Kollege. Royal African Pearl. Es sinkt das Sklavenschiff nicht, Kenway. Es sind hunderte Unschuldige an Bord. Ich weiß, ich weiß. Deswegen lassen wir sie gerade mal ein bisschen in Ruhe. Schade, ich hätte jetzt versenkt. Ich hätte jetzt versenkt. So dramatisch ist es nicht, aber ist egal, wir kriegen schon hin. Wie gesagt, ich möchte gerne den Teil jetzt mal abschließen und ich weiß noch nicht, ob ich dann direkt wieder den nächsten Teil machen muss. Das Sklavenschiff flieht! Dieser Narr! Ich bringe uns ran! Feuer! Am Ziel vorbei! Volle Segel, Bewegung! Feuer! Laune bereit! Feuer! So, wir machen mal gerade. Mit allem, was er hat. Er versenkt es, wenn er nicht aufpasst. Wie sollen sie nicht versenken? Wie sollen sie entern? Und ich möchte sie gerne. Warte, wir machen. Feuer! Feuer! Nicht als Salzwasser! Feuer! Alter. Feuer! 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 Ja! So. Bereit zu feuern! Feuer! Treibt nur noch. Bring uns da ran. Das ging jetzt relativ zügig. So ist das, wenn wir mal 2 gegen 1 sind. Kommt an Bord, Jungs! So schnell ihr könnt! Alles
Astra, abheben! So, dürfen wir den versenken jetzt? Ich bring die Kerle um, die mein Schiff versenken. Bleib ruhig, Freund. Denk daran, was wir vorhaben. Richtig abgepasst, können wir das Rohr zu unserem Vorteil nutzen. Schnell, wir können! Feuer! Granatenbefehle, Captain! Feuer! 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 Komm schon, treff die Bastarde! Feuer! Ja! What the fuck? Wir brauchen Feuer! Einen sicheren Ankerplatz für die Reparaturen! Feuer! Das hängt das Sklavenschiff nicht, Fenway. Es sind hunderte Unschuldige an Bord. Ich weiß. Das schmeckt der Fisch unter Captain! Feindliches Feuer! Feuer! Mehr Segel! Alle Segel! Kanone bereit! Feuer! Ja! Hey! Ich kann nicht mehr einstecken! So, ich soll jetzt mal... Feuer! Sie verwundbar, Feuer! Sie jetzt da! Topsegel, Rap! So, ich geh jetzt kurz aufs Schiff. An die Leinen und Pullen! Torsegel setzen! So, jetzt geh ich kurz aufs... Sie verträgt das! Wer Segel geht auf Leinen, nimmt uns vom Bauch! Zieht sie in ihren Untergang! So, dann haben wir sie das. Gehen rüber, such den Captain! Kommt nur her, ihr Rabauken, ihr stinkenden Kopfläuse! Kanonen und Stahl sind lauter als Stock und Spuckelwerk. Ich hab einfach die Schnauze voll! Such jetzt den Captain! So. Verteidigung durchbrechen, ja? Gegnerische Kundschaft da töten oder was? Warte mal. Die sind da oben. Oh, das war jetzt natürlich mehr. Total toll, wenn ich es nicht schaffe. Aber egal. Wir haben zumindest mal. Jetzt müssen wir noch den einen Kundschaft verfilmen. Auf dem einen da, ja, auf dem einen Mast hier. Das hast du jetzt. Ja, ich bin noch dran. Und tschüss. Aufgabe gelöst. Schiff. Okay, der Captain sagt, die Princess läuft alle paar Monate Kingston ab. Also gut. Wir setzen Kurs. Meine Takelage hängt in Fetzen, ihr Hurensöhne. Ihr schuldet mir was. Dein Leben reicht. Verdammt, der räumt mal kurz eben auf, der Kollege. Ich möchte dich nicht mit dir anlegen. Sie, Jungs und ich, hielten
leiten einen Kriegsrat ab. Während ihr eure Zeit vergeudet, sagten sie, ich wäre ein besserer Captain als ihr hellen Hunde. Ich schneid ihr paar neue Löcher, Verräter! Hier, verkaufe ich dir Zähne in Kingston. Doch bei euch zwei Saufnasen darf ich kein Risiko eingehen. Das wirst du bereuen, Rackham. Ich bereue eh schon zu viel. Hältet sie fest! Werf sie raus! Sag ja, so viel zum Thema. Wir können niemandem vertrauen. Und selbst der gute Rackham scheint uns ein bisschen verraten zu haben. Ich krieg dich, Jack Rackham. Ich schneid dich auf, reiß dir das Gedärm aus und bespann meine Laute damit. Lass das verdammte Geheule weinen. Das hilft uns gar nicht. Sieh an, der berüchtigte Edward Kenway spricht, ja? Verrat uns, Captain, was tut in dieser misslichen Lage? Was schlägt unser Meisterhirn vor, wie wir ein Schiff ohne Segel und Ruder steuern? Halt dein Maul! Mission beendet. Aufgeblasene Bastarde. Die haben wir gemacht. Mit Hilfe der Verteidigungsanlage ins Vorderseil Schiff versinken. Na gut, ist jetzt nicht wild. Das habe ich gar nicht gesehen, dass wir das machen müssen. Den Sporn haben wir klar, das mit dem Sporn haben wir ziemlich zeitnah, ziemlich gut erledigt. Das haben wir gemacht. Und wenn wir dem einfach kurz mal die Seite gefahren sind. Gut, dann sind wir eigentlich durch für heute. Bleib schön ruhig. Ich nehme mir die Austern, die du hortest. Du Memme. Hier gibt es genug zu essen, wenn du nur die Augen öffnen würdest. Meine Augen sind auf. Und was zum Essen habe ich auch. Nein, lauf mir nicht hinterher. Hörst du mich? Brauchst mich nicht zu suchen. Armer Irrer. So, den guten Wayne finden. Das machen wir dann in der nächsten Folge bei Assassin's Creed 4 Black Flag. Bis dann.